Hallo Nachbarn, so schnell sehen wir uns jetzt doch plötzlich wieder. Jeremy Fragrance macht jetzt Werbung für Rechtsextreme. Daraufhin wurde er von Aldi, einem Buchverlag und von Sky gecancelt. Was genau passiert ist und mit welchen Leuten sich hier Jeremy umgibt, sehen wir uns an. Viel Spaß dabei. Worum geht's? Jeremy Fragrance mit bürgerlichem Namen Daniel Schütz ist Influencer und hat eine Vorliebe für Parfüm. Mit dieser ist er dann auch berühmt geworden. Er postete vor wenigen Tagen dieses Foto hier. Es zeigt ihn zusammen mit David Bendler und Maximilian Krah von der AfD. Daraufhin stellte Sky eine Serie mit ihm ein. Ein Buchverlag kündigte die Zusammenarbeit auf und Aldi fing an, sich zu distanzieren. Da bin ich ja schon mal sehr gespannt. Mal schauen, ob die rechte Bubble jetzt dazu aufruft, dass man massenweise Parfüm kaufen soll. Hashtag Stolzduft. Zu letzterer Person David Bendler, seines Zeichens Chefredakteur des Deutschlandkuriers, postete Jeremy Fragrance dieses folgende hier eingeblendete Foto. Er macht hier also tatsächlich Werbung für den medialen Arm der AfD. Und genau dieser David Bendler, der auch auf dem Foto zusammen mit Jeremy zu sehen ist, sagte einmal in einem Interview das Folgende. Also da gibt es kein Vertun. Wir müssen einen Vernichtungsfeldzug führen im Prinzip gegen die Altparteien. Ja. Vernichtung aller Altparteien. Also schlicht und ergreifend hin zu einer Diktatur. Keine Ahnung, wer das unterstützen möchte. Ich jedenfalls nicht. Für solche Leute mit einer solch demokratiefeindlichen Gesinnung macht Jeremy Werbung. Und natürlich musste auch unbedingt noch ein Aufnäher in die Kamera gehalten werden, nämlich von Tannwald Media. Diese Gruppierung wurde gegründet von Alexander Kleine, ein ehemaliger Aktivist der identitären Bewegung. Von dieser Bewegung gingen wiederum von 2017 bis 2018 114 Straftaten aus. Für solche Leute macht Fragrance Werbung. Aber by the way, ich glaube Müllermilch sucht noch Werbepartner, wollte ich nur mal erwähnt haben. Und wer war noch auf dem Foto? Natürlich Maximilian Krah, Europakandidat der AfD. Der sagte über weite Teile der Bevölkerung mal Folgendes. Der heutige Feminismus nicht zur Befreiung der Frau führt, sondern er führt eben zu hässlichen und grässlichen Gestalten. Davon profitiert eine ganze Gesellschaft und Sie werten Feministinnen als hässliche und grässliche Gestalten ab. Ich rede nicht von den Feministinnen von vor 30 Jahren. Wir reden vom heutigen Feminismus 2.0. Der ist eine Veranstaltung von hässlichen und grässlichen Menschen, die dazu sorgen, dass auch andere Menschen hässlich und grässlich werden. Dagegen sind wir. Lieber Herr Krah, ich finde es sehr problematisch, dass Sie Frauen Teile unserer Gesellschaft in hässlich und grässlich betiteln. Aber ich danke Ihnen herzlich für die Zeit und für das Interview. Wunderbar, danke schön. Wiedersehen. Danke. Aber damit nicht genug. Sogar die eigenen AfD-Parteikollegen wollten ihn aus dem Bündnis ID auf Europaebene ausschließen. Er soll zugunsten eines Freundes eine Ausschreibung so manipuliert haben, dass die Werbeagentur des besagten Freundes die Ausschreibung gewinnt. Und wenn wir schon bei Krah sind, muss ich diesen Ausschnitt hier auch noch zeigen. Sie haben über Ricarda Lang gesagt, ich glaube, Ricarda Lang kann gar nicht lieben, sonst würde sie nicht so aussehen. Das ist sehr konkret. Das ist sehr konkret. Finden Sie das angemessen? Ja, finde ich angemessen. Und die Kritik an der Politik bringen Sie zum Ausdruck, indem Sie Ricarda Lang optisch abwerten. Wissen Sie, das war? Naja gut, also ich muss Ricarda Lang nicht optisch abwerten. Jeder kann sich ein eigenes Bild machen. Dieser Mann beleidigt allen Ernstes Ricarda Lang. Dieser Mann hier, ohne Hals, aber dafür mit Hodenkinn. Nachdem wir uns im letzten Video so köstlich über Krupalla amüsiert haben, nachdem er sich von einem Kind ausmanövrieren lassen hat bezüglich eines Gedichtes, muss ich jetzt noch kurz einen kleinen Schwenk machen zu Alice Weidel. Bei allem Hohn und Spott, den ich für die AfD über habe, mal ganz rational betrachtet. Alice Weidel sieht sich ja auch als Kanzlerkandidatin und mögliche Kanzlerin in diesem Land. So unrealistisch das auch ist, muss man sich ja grundsätzlich mal die Frage stellen, will man eine mögliche Kanzlerin haben, die fußstapfend das Gespräch verlässt, sobald mal die eine oder andere schwerere Frage auf sie zukommt? Ich halte das für unseriös, die Art der Fragestellung, wie Sie mir gerade gefragt, also
Das kann ist ein wirklich Zitat nicht. Aus einem Nein. Zeitungsartikel. Nationalsozialistisch. Ja. Habe ich nicht gesagt, doch, sondern sozialnationalistisch war etwas anderes. Gut, dann hat Frau... Für mich ist er einfach ein Rechtsradikaler. Illegale. Das ist genau die Abgrenzung zur AfD. Genau die Abgrenzung zur AfD. Also ich bin ja eher für etwas Souveräneres, aber wer bin ich schon? Und hier auch noch was Nettes, wusste ich gar nicht. Im Übrigen ist das eine Einmaligkeit in Deutschland, dass ehemalige Abgeordnete, also aus der Legislative, in die Superlative da auch reingehen können. Wer kennt es nicht? Exekutive, Legislative und Superlative. Aber zurück zu Jeremy und ich fasse zusammen. Er unterstützt die rechtsextreme AfD, die zum Teil ja vom Verfassungsschutz beobachtet wird, und darüber hinaus unterstützt er noch die ganzen radikalen Teile dieser Partei. Er unterstützt Menschen, dessen Gruppierungen etliche Straftaten begangen haben. Er unterstützt ein völlig zurückgewandtes Frauenbild und unterstützt Menschen, die bereit sind, die Demokratie zu beenden, indem sie alle Altparteien vernichten wollen. Ob Cancel Culture in diesem Kontext in Ordnung ist, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich danke fürs Zuschauen, schöne Weihnachten wünsche ich euch und ich trinke jetzt mal eine Müllermilch. Vielleicht trinkt ihr eine auf mich. Bis dann. Ciao.